Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerd Stalking, dem Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Dienstagabend, 21 Uhr, hier ist Nerdizismus und hier sind endlich mal wieder die toten Nerds, die reden. Dead Nerds Talking. Mein Name ist Chris und zu meiner Rechten seht ihr den Andreas vom Discovery Panel. Ab sofort Dauerstammgast hier in dieser Show. Herzlich willkommen, Andreas. Ja, vielen Dank für die Einladung zum Dauerstammgast. Ich freue mich total. Ja, wir haben uns ja, und ich meine, das ist ja das, was wir mit The Walking Dead erlebt haben, ja, das ist ja, also die Geschichten vom Opa von der Ostfront könnten nicht schlimmer sein. Wir haben gemeinsam World Beyond durchgestanden. Da werden wir uns natürlich es jetzt nicht nehmen lassen, auch in trauter Eintracht, nicht über Star Trek zu reden. Schreibt's gar nicht erst in den Chat, schreibt uns keine E-Mails, wir werden es nicht tun, ja, ja. Sondern wir werden über The Walking Dead reden, über 10. Staffel, und zwar 10C oder so, wie das genannt wird. 10.3.5.7. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon mal eine Staffel gab, die C genannt wurde. Also A- und B-Staffeln ist ja klar, gibt es ja ewig schon, ne? Breaking Bad und sowas. Aber C habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Umso erfreulicher ist es dann, dass wir ja dann hier, vor allem in der 11. Staffel, die ab wahrscheinlich Herbst kommen wird, dann wieder zurückgehen auf 24 Folgen. Ja, ich bin gleich mal gespannt. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie du Folge 17, Folge 18 fandest. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, ihr könnt mehr von uns hören auf nerdizismus.de. Ihr findet unsere Podcast auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt, nennt sich Podcatcher. Und ihr könnt uns natürlich Feedback geben unter der 01525 964 7709, oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder ganz neu für alle, die jetzt bei Walking Dead wieder einsteigen, nerdizismus.de/Discord. Das ist unser Discord-Server. Und da gibt es auch einen eigenen Walking Dead Channel, da könnt ihr dann mit anderen Fans diskutieren, und in den nächsten Folgen werden wir dann auch vielleicht den einen oder anderen Anrufer mal in die Show reinnehmen. Dafür müsst ihr euch einen Account machen bei Discord und dann kommt ihr auf unseren Server und seid ihr vielleicht in der nächsten Folge oder bei unserem Abschluss dieser, es sind ja jetzt erstmal nur 3 Folgen, mit denen wir das Vergnügen miteinander haben, ne? Wir werden ja alle 14 Tage immer 2 Folgen besprechen, dann könnt ihr da mit uns besprechen. So, das soweit der Vorrede. Feedback gibt's, glaube ich, nicht. Ich muss gerade noch mal gucken, ob wir beim zur letzten, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht geschaut habe, ob wir zum letzten Mal Feedback bekommen haben, weil wir ja dann auch ein bisschen in die Pause gegangen sind. Doch, es gab tatsächlich etwas Feedback und das wollen wir natürlich dann zu The World Beyond auch noch vortragen. Und zwar schreibt Mercy, ja, ich habe Lost witzigerweise nach The Walking Dead gesehen, weil ich für die Pause zwischen den Staffeln eine Serie gesucht habe, die so ähnlich ist wie The Walking Dead. Da bist du auf Lost gekommen, El Mercy? Okay, okay, ich hätte jetzt irgendwie Nation Z geguckt, aber gut. Dabei bin ich auf Lost gekommen. Ich fand die ersten Staffeln von Lost ziemlich gut, dann kam der Offenbarungshai und sie mussten enthüllen, dass nichts dahinter steckt. Okay, also, ich gucken, worauf er hinaus will. Die Civic Republic, wir erinnern uns, hat 200.000 Einwohner, wahrscheinlich waren wir da irgendwie falsch gelegen. Das wurde in irgendeiner Folge erwähnt. Deswegen wirkt es so albern, dass sie sowas wie die Campus-Kolonie mit 9.000 Leuten als potenzielle Bedrohung ansehen. Eine wirklich nachvollziehbare Motivation, warum die überhaupt die Kolonie helfen aufzubauen, um sie dann als potenzielle Bedrohung niederzumetzeln, sehe ich bisher überhaupt nicht. Ich dachte, das könnte eine Falle sein, um möglichst viele Leute anzulocken und dann zu töten, anstatt mühsam die jagen zu müssen, aber das kann es ja eigentlich nicht sein.
Schöner Podcast, aber schon bezeichnend, dass ihr 5 Folgen auf einmal besprecht und trotzdem so viel zu anderen Serien abschweift, weil es an Gesprächsstoff mangelt. Ja, da hast du vollkommen recht, El Mercy, das war wirklich so. Es gab einfach nicht viel zu reden bei dieser Serie. Das war wirklich ein Problem. Dann schreibt er weiter, es macht einfach keinen Spaß, sich über Logikfehler Gedanken zu machen, wenn die ganze Staffel Schwachsinn ist. Das Problem hatte ich auch mit Staffel 10 von The Walking Dead. Ah, so hart würde ich den Stab jetzt über die Staffel 10 eigentlich nicht brechen. Nee. Das mit der Zielgruppe kommt mir auch merkwürdig vor, selbst wenn ich junge Fans von College-Drama anlocke, sind die doch enttäuscht, wenn sie die Hauptserie gucken oder springen wieder ab. The Walking Dead selber hat doch eine ganz andere Zielgruppe. Außerdem, so viele Leute, wie da pro Staffel abspringen, wäre es doch sinnvoller, möglichst viele bei der Stange zu halten, statt neue Leute anzulocken, also das Interesse von World Beyond aufrecht zu erhalten. Ja, im Grunde genommen hast du vollkommen recht. Und dann gab es noch ein Feedback von Peter K. Der hat geschrieben, generell wäre ich ja bei euch, was das gesamt Walking Dead Universum anbetrifft. Es wäre schon cool, wenn alles ein wenig zusammenlaufen könnte in Richtung CRM, in ihre Schranken weisen oder sowas in der Art. Und vielleicht passiert das Ganze ja auch etwas in den Filmen. Wobei nach 4 The Walking Dead und World Beyond weiß ich nicht so recht, ob ich mich auf die Filme freuen soll. Nach vielversprechenden ersten Staffeln baut das Universum von The Walking Dead massiv ab. Es gipfelt in lächerlichen Darstellungen eines Kernkraftwerkes oder der fantastischen Reparatur eines abgestürzten Flugzeuges, welches dann auch noch tatsächlich fliegt. Beyond ist nun langsam der Tiefpunkt. Altklug daherschwätzen die Jugendliche, die nach 10 Jahren Zombie-Apokalypse auf eine anstrengende Art und Weise so ängstlich sind oder sich ständig gegenseitig bemuttern müssen. Ja, da ist jemand, aber okay. Die gesamte Geschichte lässt sich auf 5 Sätze runterbrechen. Eine Gruppe Jugendlicher macht sich auf den Weg, um Papi bei der CRM zu besuchen. Unterwegs sehen sie ein paar Walker und begegnen wenigen weiteren Überlebenden, nachdem sie den Mississippi überquert haben. Diese Folge war der absolute Tiefpunkt. Ja, das stimmt allerdings. Die war wirklich, ja. Oh, ein Gewitter naht und schwupps verschwindet das Riesengewitter aus der Erzählung. Alles so lieblos und na, man ergibt sich dabei wenig Mühe, den Zuschauer ernst zu nehmen. Irgendwie habe ich so der Beschnitzer bei The Walking Dead noch nicht gesehen. Staffel 7, ich höre dir Trapsen. Und ich stimme euch nicht zu, dass man The Walking Dead nicht aufholen kann. Wir hatten darüber gesprochen, ob es Sinn macht, diese Serie zu machen, ob sich einer 10 Staffeln am Stück antut. Die Serie ist zum Bingen ideal und die elende Warterei fällt zwischen den Staffeln weg. Okay, und jetzt bei Disney Plus ist 1 bis 10. Bis zum Herbst kannst du jetzt durchgucken. Mit Star, ne? Mit Star, genau. Bei Beyond hingegen kann man hingegen wie bei einer Soap einfach reinseppen. Man verpasst einfach von einer zur Folge an zur anderen eben nichts. 2 Minuten am Anfang oder den Teaser und man hat alles Wichtige gesehen. Ich habe noch nie zuvor innerhalb einer Episode so oft vorgespult. 2. Staffel könnte gut werden. Zu eurem Podcast, bitte keine Vergleiche zu Lost, denn die Serie war richtiger Bullshit nach dem ersten Schauen direkt verkauft, weil sie definitiv kein zweites Mal geguckt wird. Ich weiß es nicht, zu Lost, ich habe Lost, seitdem ich es einmal geguckt habe, nie wieder gesehen. Hast du nochmal Lost Rewatch gemacht? Nee, Lost Rewatch habe ich auch nicht gemacht. Ich habe aber irgendwann nochmal die erste Folge gesehen, weil ich die so in guter Erinnerung hatte. Und die ist auch gut. Die reißt dich voll in diese Welt rein. Der Hörer, die Hörerin, weiß ich nicht mehr genau. Peter, genau. Hat es ja auch geschrieben, Lost baut halt ab. Und deswegen hätte ich auch keine Lust auf so einen Rewatch, weil irgendwie, also die erste Staffel, glaube ich, die ist richtig gut, aber du weißt ja, dass es zu nichts führt irgendwie. Und deswegen, also ich würde es mir auch nicht nochmal geben, tatsächlich. Ja, ich auch nicht mehr. Wobei ich jetzt von dem Ende nicht so angepisst war, wie jetzt irgendwie alle anderen auch. Dafür war mir die Serie nicht so wichtig, sagen wir es mal so. Ich glaube, Lost war halt so ein Ding seiner Zeit. Das war halt eine gute Pitch-Idee und mehr war halt nicht mehr. Ja, und man muss auch immer sagen, sie wollten uns dieses Ende so erzählen. Und dann ist es auch legitim, dass sie uns das so erzählen. Mir hat's nicht gefallen, weil ich wirklich da irgendwie eine klügere Zusammenlegung dieser Fäden gehabt hätte, gerne. Aber
Das ist halt jetzt so. Und da muss ich jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie toxisch rumlaufen und sagen, in den Knast mit J.J. Abrams. Nein. Also, ja, soll noch. Das sagst du jetzt, ja. Wenn der nächste Star Trek-Film mit J.J. Abrams rauskommt, dann reden wir noch. Ja, aber auch da, die sind mir halt egal. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aus dem 2009er Star Trek raus und da hatte ich die JJ-Masse noch nicht durchschaut und da bin ich ihm noch voll auf den Leim gegangen. So. Ich fand einen ganz netten Actionfilm tatsächlich. Absolut, also, absolut. Ja. Man kann ihn auch definitiv gucken, aber man darf ihn auch nicht zu oft gucken. So, bevor wir aber abschweifen, habe ich gehört, genau. Du hast was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet, dafür schalte ich tatsächlich mal auf ein anderes Mikro. Ich habe hier mein Headset, ne? Und dann kann ich nämlich mal. Ja. So, umschalten. Jetzt bin ich aber weiterhin, glaube ich, gut zu hören und kann mich jetzt voll auf dieses Feedback, beziehungsweise Feedback-Quatsch, auf eine Zusammenfassung dieser beiden Folgen konzentrieren. Dann bitte, Herr Kapellmeister. Ja, gut, gerne, okay, gerne. Gut. Also, wir fangen an mit Folge 17. Maggie is back in the house. Offenbar hat Whiskey Cavalier nicht ganz so gut funktioniert für Lauren Coren. Gut für uns, denn in The Walking Dead hat sie ja immer ganz gut funktioniert. Also, altes Gesicht wieder da. Wir erfahren also erstmal, was Maggie so alles gemacht hat, seit sie mit Georgie weggezogen ist. Georgies Tipps zum Überleben in der Apokalypse sollten anderen Gemeinschaften helfen, aber final hat das nicht so gut geklappt. Wieso, erfahren wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, da will Maggie nämlich erstmal nicht drüber reden. Am Ende von Maggies Reise ist sie auf jeden Fall dahin gegangen, wo sie mit Glenn immer hingehen wollte, nämlich ans Meer zu einem alten Haus von irgendeiner Verwandtschaft oder sowas. Die beiden, nämlich Herschel Jr. und Maggie, haben da mehr Zeit als geplant verbracht und natürlich hat Herschel da auch nach seinem Vater gefragt. Sein Vater, der liebe Glenn. Wir erinnern uns, den hat Negan damals in der düstersten Gimpel-Staffel, du hast eben schon Staffel 7 erwähnt, zu Klump gehauen. Das erste Wiedersehen mit Negan war entsprechend eisig. Immerhin hat Maggie Negan nicht sofort gekillt. Ihre Meinung zu Negan wird allerdings nicht besser, als sie erfährt, dass Negan an der Zerstörung von Hilltop beteiligt war, wenn auch nur für sein falsches Spiel. Carol hat ihr das verraten, weil sie selbst immer noch von Schuldgefühlen geplagt ist, gleichzeitig aber denkt, dass es auf jeden Fall das Richtige war. So, Maggie zieht auf jeden Fall erstmal mit ihren beiden Begleitern Elijah, das ist der Typ mit der Maske, und Cole los, um noch verstreute Gruppenmitglieder inklusive Herschel Jr. einzusammeln und sie nach Alexandria zu bringen. Hilltop gibt's ja jetzt nicht. Daryl und Kelly gehen mit. Letztere vor allem, weil sie noch Hoffnung hat, dass ihre Schwester Connie noch leben könnte. Man musste diesen Namen wieder wiederholen, ne? Kelly, Connie, ja. So, bis auf ein paar Beißer ist die Reise relativ unspektakulär. Darüber werden wir gleich noch reden. Kelly ist so sehr im Connie-Suchmodus, dass sie sogar ihre Nachtwache verlässt. Das hätte ganz schön schief gehen können, wie wir dann sehen, weil da ja auch noch Beißer rumlaufen. So, ohne großen Feind geht es natürlich auch nicht. Und nachdem die Whisperer besiegt wurden, lässt man sich nicht lange bitten. Maggie hat den neuen Gegner nämlich im Prinzip mitgebracht. Sie sind ihr hinterhergelaufen. Die Reaper sind eine offenbar brutale Truppe, die kleine Gruppen verfolgen und alle töten. Motiv unklar. So gibt es auch einen kleinen Schockmoment, denn die Hütte, in der Maggie ihre Restgruppe gelassen hat, ist abgebrannt. Zwei verkohlte Leichen liegen noch am Eingang, die haben es nicht mehr rausgeschafft. Alle anderen scheinen geflohen zu sein. Daryl hat zwar den Hund, nicht dabei, kann aber auch ganz gut Witterung aufnehmen, also los. Und der Gegner der Woche zeigt sich dann auch, und er war schon sehr überlegen. So ein Military-Dude, Scharfschütze im kompletten Flecktarn mit einer riesen Auswahl von Waffen und Pfeilen. Dankenswerterweise wollte er aber, nachdem mehrere Leute aus Maggies Gruppe schon gekillt wurden, bei Daryl und Maggie dann nochmal tief einatmen. Und deswegen können sie ihn umstellen und am Ende jagt er sich selbst in die Luft. Letzte Nachricht, Pope hat dich auf der Liste, Maggie. Am Ende will Maggie sich gerne mit Negan arrangieren, sagt sie Daryl. Bei der Rückkehr nach Alexandria merkt sie, aber das wird schwer. Und den Staring Contest hat er auf jeden Fall schon mal gewonnen. Sie guckt nämlich früher weg. Die zweite Episode gebührt dann ganz Daryl und Carol, die gemeinsam jagen gehen. Und dabei wird Daryls Timeout 5 Jahre zuvor zum Thema gemacht, also ein Zeitsprung in Staffel 9. Daryl und Carol treffen nämlich auf ein Haus, in dem jemand gewohnt hat, der Daryl mal sehr wichtig war. Die liebe Lea. Die sich aufbauende Beziehung zwischen Daryl und Lea sehen wir in Zeitsprüngen mit einem immer wachsenden Dog. Das ist so quasi unser Anker, den wir sehen. Und am Ende wohnt Daryl bei Lea und erzählt ihr sogar von seinem Bruder. Habe ich erst geschluckt? Meint er wirklich diesen Merrill? Nein. Er meint Rick, der vielleicht noch lebt. Und dann verschwindet Lea plötzlich und Daryl lässt einen Zettel da, dass sie ihn finden soll. Und seitdem hat er Dog. In der Gegenwart führt Leas Verbleib zu einem Streit zwischen Daryl und Carol, denn Carol glaubt, dass sich Daryl nicht jedes Mal die Schuld geben darf, wenn jemand verschwindet. Macht Daryl auch gar nicht. Für Connys Verschwinden gibt er Carol nämlich die Schuld, weil die nie weiß, wann Schluss ist mit ihren Racheplänen. Daryl hat ihrer Meinung nach einen Helferkomplex, aber sie braucht statt eines Retters oder Märtyrers eigentlich nur einen Freund. Daryl hat allerdings genug von ihr und will sie zukünftig nicht mehr davon abhalten, wegzulaufen, wenn es so ist, was sie möchte.
abwarten, ob das die Freundschaft nicht nachhaltig gefährdet. Und das war's. Ging schnell. Ja, es ging in der Tat. Viel Handlung war nicht. Trotzdem fand ich es gar nicht so scheiße. Irgendwie. Also ich habe übrigens nicht die 7. Staffel gemeint, sondern die 8. und die 9. Die 8. und die 7. war nicht so schlecht. Komm, aber das war auch düsterste Gimpel. Ja, alles gut. Also ich meine, der Tiefpunkt war wirklich dann so Ende 8, Anfang 9 und so. Das war wirklich so dann der Tiefpunkt. Die hatte ich gemeint. Nee, ich fand die zwei Folgen okayisch irgendwie. Ja, die zweite besser als die erste. Ah, spannend. Bin ich anderer Meinung. Okay. Auch wenn die zweite für mich halt zum völlig falschen Zeitpunkt irgendwie kommt. Mhm. Ich hätte die halt ganz woanders in der Staffel platziert, weil jetzt will ich halt sehen, was ist mit Maggie und so weiter, was passiert mit den anderen. Das heißt, die bringt uns halt überhaupt nicht weiter, außer dass sie so ein Mini-Bild, also andersrum, sie macht so einen Pseudo-Konflikt jetzt mit Carol und Daryl auf und wir wissen halt schon, es gibt einen Spin-off. So. Das ist halt jetzt leider da nicht so spannend, die ganze Nummer. Ja, okay, das ist so mein Problem mit dieser Folge. Ansonsten fand ich eigentlich diese Backstory ganz nett. Aber ich hätte viel lieber gesehen, wie geht's jetzt mit den anderen weiter, als jetzt da 1000 Zeitsprünge zurückzumachen. Aber ich find's gar nicht so schlecht, erst über die zweite Folge zu reden. Ich meine, wir können uns das aussuchen. Sie sind ja wirklich beide sehr, sehr voneinander losgelöst. Sie hätten auch in einer anderen Reihenfolge sein können, ne? Absolut. Ich finde auch dieser Konflikt zwischen Daryl und Carol, nicht nur das Spin-off, ist ja im Prinzip für uns schon ein Anhaltspunkt, dass das im Prinzip kein großer Konflikt wird. Denn ganz am Ende gehen die ja auch nicht auseinander, sondern Carol macht irgendwie das Schlafgemach, richtet da irgendwie ein. So, ne? Also das ist alles so ein bisschen, dieser Konflikt ist doch kein richtiger Konflikt. Die beiden sind so eng miteinander verbunden, die giften sich ein bisschen an und müssen sich wirklich mal aussprechen. Das kann aber, Daryl kann nicht so richtig gut sprechen. Oh, da muss ich gleich übrigens, erinnere mich doch daran, dass ich da was zu sagen. Okay. Also Daryl kann nicht gut sprechen und deswegen ist das halt mit deren Kommunikation immer so ein Problem. Aber es ist ein richtiger Konflikt, den sehe ich da auch nicht. Ja. Nee, ich hatte das auch, ganz ehrlich, ich hatte das halt so gedeutet, das musste jetzt mal raus. Ja. Das hat sich jetzt über so anderthalb Staffeln so ein bisschen aufgebaut, so als Carol so anfing, so ihren eigenen Weg zu gehen und dann diese Pseudo- oder diese bisschen Eifersucht mit Ezekiel und wo sie dann aufs Schiff geht und wieder zurückkommt und bla 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 bla. Und dann natürlich halt wir hatten das thematisiert, ihr selten dämlicher Rachefeldzug gegen Alpha, der ja dann, wenn du es konsequent weiterspinnst, durch ihre Befreiung von Negan ja in der Zerstörung von Hilltop mündet und so weiter und so weiter und so weiter. Also da hat er schon allen Grund, ziemlich sickig auf sie zu sein. Dahingehend war das eigentlich sogar noch relativ harmlos. Also, ja. Also ja. Ich fand, es musste halt einfach mal raus zwischen den beiden, weil diese Will-Day-Won't-Day-Nummer, die ist halt jetzt auch schon ein bisschen überspannt, sage ich mal. Also von daher, ja, war es eigentlich mal wichtig, dass an der Stelle jetzt mal so ein reinigendes Gewitter kommt. So sehe ich das. Aber siehst du das als Will-They-Won't-They-Nummer? Also ich weiß nicht. Nicht mehr. Nein, das sind es jetzt einfach nur noch beste Freunde. Es ist irgendwie was Platonisches. Genau. Ja, genau. Nicht mehr. Es war vielleicht mal ursprünglich so angedacht. Ja, kann sein, genau. Aber ich hab irgendwann mal ein Interview mit Norman Reedus gelesen, in dem er gesagt hat, ja, ich möchte nicht, dass Daryl irgendeine Pseudo-Romanze hat, weil man halt irgendwann mal eine Romanze reinschreiben soll. Und da ehrlich gesagt finde ich jetzt diese Nummer mit Lea, also es kommt ja irgendwie nicht zu dem, was man vielleicht erwartet hätte, was man sehen könnte, aber zumindest wohnen sie da zusammen für eine gewisse Zeit und scheinen auch wirklich sehr, sehr eng miteinander zu sein. Und da denke ich so, ja, ich sehe es wie Reedus, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ich weiß auch nicht genau, wo das hinführen soll. Es ist ein Ding, was vor 5 Jahren irgendwann mal war, von irgendeiner Frau, die dann plötzlich weggelaufen ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das nochmal aufgenommen wird und irgendwann nochmal Lea kommt, vielleicht als Gegnerin oder sowas, damit da nochmal klar wird, ja, zu der hat Daryl ein Verhältnis. Aber wenn das nur für die Vergangenheit da sein soll und nur für das, nur uns erklären soll, warum Daryl jetzt noch verletzter ist, als er vielleicht vor 6 Jahren war, so, dann war es echt schwach und ich fand es ehrlich gesagt echt langweilig.
Ich weiß nicht, also langweilig wäre übertrieben. Ich habe, es ist halt eine Hund-Origin-Story. Ja, stimmt. Ja, also das war das halt Beste daran, also der kleine Hund, also super süß, muss man schon sagen. Die Serie ist nicht clever genug, um mit Lea mehr zu machen, als das, was du gesagt hast, sie nämlich dann auf der gegnerischen Seite irgendwann wieder auftauchen zu lassen. Behaupte ich jetzt schlicht und ergreifend mal und dann werden sie mich vielleicht Lügen strafen. Ja? Ich glaube auch, dass sie irgendwo wieder kommen wird. Also andersrum, ich denke, dass sie irgendwie da kommen wird. Ich glaube nicht, keine Ahnung. Ja, hat es das gebraucht? Mei. Es war halt vielleicht so eine nett verpackte Expositionsbombe. Wobei ich mich auch schon an einigen Stellen gefragt habe, musste ich das jetzt wissen? Also jetzt mal ganz ehrlich mal so. Also ja, ich habe eigentlich erst auch nur an Merle gedacht. Und dachte so, Unfall? Das ist aber euphemistisch ausgedrückt. Und dann ich so, meint der jetzt Rick oder was? Okay, also es war mir nicht so hundertprozentig klar. Ich hätte auch sagen können, dass du jemand verloren, hätte auch genauso gut sagen können, einen guten Freund oder so. Das wäre doch, egal, okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der hat jetzt 5 Jahre lang, also der war ja weg, okay. Und da hat er 5 Jahre lang am Fluss gelebt, um was zu suchen? Das den Sheriffstern? Hat er 5 Jahre am Fluss gelebt oder hat er vor 5 Jahren am Fluss gelebt? Also wenn der 5 Jahre lang am Fluss gelebt hat und dann immer da rumgelaufen ist und geguckt hat, oh, liegt er da unter dem Boot? Nein, das ist nur ein Zombie. Also das fände ich wirklich ziemlich übel und vor allen Dingen würde ich ihm dann auch sagen, hör mal, dann such dir doch irgendein Haus, da stehen doch überall irgendwelche Häuser in dem Wald und klemm dir nicht 2 Stöcke zusammen und häng da quasi so einen Lappen drüber, sodass deine sauber gemalten Karten alle kaputt gehen, wenn es mal regnet. Also das ist sehr seltsamer Move von Daryl. Also der will auch irgendwie gerne das Leid haben. Der will auch gerne leiden. Und hat immer dieselben Klamotten an. Dass Carol ihm neue Klamotten bringen muss. Also ja, manche Ideen fand ich auch seltsam. Das ist so, da habe ich mir auch so gedacht, so, okay, also entweder macht er jetzt einen auf Einsiedler und Almöhi, ja, und dann auch mit dieser Karte, denke ich so, okay, ich habe extra mal gepaunst, um zu gucken, ob es auf der Karte irgendwas Erhellendes zu sehen gibt, aber nö, da stand nur North Fork und South Fork und da hat er ein paar Kreuze drauf gemalt, also auf der Karte gab es nichts zu Erhellendes, weil ich mir versprochen habe, dass wir vielleicht endlich mal Dimensionen bekommen, weil was ich mir so gedacht habe, da wohnt die Tante jetzt seit 5 Jahren da und dann kriegt die von den ganzen anderen Leuten nichts mit. Da wohnt ja wirklich jeder für sich alleine, ja. Ja, Dimensionen kriegt man ja so ein bisschen durch das, was Maggie da erzählt, ne? Dass sie tatsächlich in Knoxville war. Finde ich auch eine ganz interessante Geschichte, da können wir gleich mal drüber sprechen. Aber vielleicht, ich möchte mal drüber sprechen, über Daryl kann ich reden, ja? Mhm. Und da muss ich ein bisschen größeres Fass aufmachen. Ich habe jetzt, damit ich hier The Walking Dead weitergucken kann, ne, du hast eben gesagt, Disney Plus hat Walking Dead bis Staffel 10, aber halt nicht das Neueste. Das Neueste läuft natürlich wieder. Bei Sky. Das sind keine Sponsoren oder was. Ich darf jetzt reden, ne? So, über Sky, ja? Ja. Wie kann Sky immer noch so ein fürchterlicher Rotz sein? Ganz im Ernst. Also ich habe angefangen, lief es erstmal auf Deutsch los. Dann habe ich gedacht, na ja, komm, Walking Dead guckst du lieber auf Englisch. Dann habe ich es auf Englisch gestellt. Das ist aber in dem Moment, wo du lange Gespräche mit Norman Reedus hast, der einfach nicht reden kann, ist es für mich halt super schwierig. Dann habe ich so gedacht, okay, dann schaltest du halt Untertitel mit ein, dann ist es kein Problem. Mhm. Nö, Sky weigert sich einfach, Untertitel mit reinzupacken. Ach echt? Okay. Leute, wir sind im Jahr 2021, das kann echt nicht euer Ernst sein. Und außerdem muss ich jedes Mal diesen 18-Plus-Code da eingeben. Ja. Denke ich auch so, ja, komm. Aber sind so einige Sachen. Also, ich meine, Sky kriegt's einfach nicht gebacken. Sky kackt jedes Jahr zum Champions League Finale ab. Ja, Sky hat abgekackt beim Game of Thrones Finale. Ja, Kel Surprise. Ja, ich meine, die sind da nicht alleine. Das ist ja auch, das muss man bei diesen Serverkapazitäten auch sagen. Das ist jetzt kein Pappenstiel, ne, die ganze Nummer. Aber, und auch Amazon hat jetzt bei Prinz aus Zamunda 2 am Freitagabend kläglich versagt. Ja, okay. Und da war ich wirklich überrascht. Also wenn einer, wo ich gedacht hätte, dass der keine Serverprobleme hat, dann Amazon. Also auch die sind am Freitagabend, konntest den Film nicht einschalten. Alles andere ging, den Film konntest, ich meine, wäre es mal besser dabei geblieben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber was diese Untertitel, also was die Usability dieser App angeht von Sky, ich habe die auf meinem Smart TV, ich weiß nicht, wie du es guckst, ob du es über den PC guckst. Okay, ich habe es auf dem Samsung TV, ist grausam.
Es ist absolut grausam. Die Filmübersicht ist grausam. Das PIN musst du jedes Mal eingeben, wie du sagst. Du kannst keine Profile anlegen. Die Merkliste ist megamäßig versteckt. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das Ding ist grausam. Okay, Untertitel hatte ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber wenn du sagst, das ist dann nochmal so ein Pain in the Ass, dann glaube ich ja das unbenommen. Ja, das kann echt nicht wahr sein. Okay, aber das hat jetzt erstmal mit der Serie selber nichts zu tun, aber ich muss da mal kurz meinen Frust ablassen. Ja, verstehe ich. Vielleicht aber, wenn man mal gerade in dieser Meta-Perspektive ist dir die veränderte Optik aufgefallen? Ja, absolut. Und es sah richtig, richtig gut aus, weil es vor allem in der ersten Folge ist es mir noch nicht aufgefallen, aber in der zweiten Folge ist es mir aufgefallen, dass mal andere Farben drin sind. Ja, da gab's mal sowas wie ein Abendrot oder so ein gelblich beleuchteten Wald-Setting. Und es hat nicht immer so, man war mal an dem Fluss, das sah auch mal ein bisschen anders aus. Es war nicht die übliche Landstraße, wie sonst immer. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, es ist ja halt auch eine andere Kamera, ne? Ich hatte das mir nachher ergoogelt, hab mir mal angeguckt, warum das denn so anders aussieht, weil es irgendwie so ein seltsames Gefühl ist. Ich konnte das nicht so genau in Worte fassen. Und dann ist mir nachher aufgefallen, es ist wesentlich weniger körnig, weil es tatsächlich kein Film mehr ist, sondern jetzt Digitalkameras. Ich finde auch, dass sie inhaltlich so ein bisschen was dran gedreht haben, wie du gesagt hast, ne, dass sie so ein bisschen andere Lichtstimmung und sowas gemacht haben. Und das finde ich gut. Ich finde aber tatsächlich ein bisschen schade, dass dieses leicht körnige, ein bisschen dreckige Kamerabild vom Originalfilm, dass das weg ist, weil das so ein bisschen Kinolook für mich war. Und sie begründen das mit Geld, ne? Also Film ist einfach zu teuer und Digitalkameras sind günstiger. Verstehe ich, aber du hast es am Anfang irgendwann gesagt und wir haben es auch in der letzten Folge bei World Beyond besprochen. Ich kann mir kaum eine billigere Serie vorstellen als The Walking Dead. Also eben, da kann doch jetzt Filmrollen nicht der Riesenfaktor sein, oder? Norman Reedus, Melissa McBride und vielleicht noch Jeffrey Dean Morgan. Das sind ja so Schauspieler, die irgendwie noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber ansonsten hast du doch nur völlig unbekannte Darsteller, die du von irgendeiner Schauspielschule gecastet hast. Die kriegen Mindestlohn oder sowas, ne? Hast irgendwelche fertigen Props, die du immer wieder benutzen kannst und drei MaskenbildnerInnen, die irgendwelche random Dudes anmalen. So. Das kannst du wahrscheinlich sogar dieselben nehmen. Das würde auch keiner merken, wenn du da irgendwie dieselben Leute in Hilltop rumlaufen hast, wie als Zombies. So. Natürlich würde das keiner merken. Und dann hast du noch die Bibliothek mit CGI-Tieren, die du rausholen kannst. Ja. Genau. Ja. Und das Stück Wald kann ich dir auch hier im Bergischen anbieten. Das ist kein Problem. Da muss ich jetzt mal eine kleine Lanze brechen für eine Serie, die, wenn man sich den Trailer anguckt, man definitiv einen völlig falschen Eindruck bekommt, nämlich Tribes of Europa. Der Trailer ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wer den zusammengeklastert hat. Ich fürchte, es war der Philipp Koch selber, weil er hat, als ich das auf Twitter geschrieben habe, etwas empört geantwortet. Was meinst du damit? Ja. Ich habe es ihm dann erklärt und wir hatten danach noch einen sehr angenehmen Austausch via E-Mail. An der Stelle, Philipp, schöne Grüße. Aber der Trailer wird dieser Serie nicht... Also du guckst diesen Trailer und weißt halt, es ist eine deutsche Serie und dann siehst du, willst natürlich auch die Eifel sehen. Ja, aber in der Serie ist es dann nicht so. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Also da ist zum Beispiel The Witcher zum Beispiel sieht aus wie, naja, jetzt haben sie in Schloss Burg mal eben die Touris für eine halbe Stunde ausgesperrt, mal eben kurz was runtergedreht und gehen dann wieder. So fühlt sich das bei The Witcher die ganze Zeit an. Ja. Bei The Walking Dead ist es immer die gleiche Landstraße, bei Alarmstufe Cobra 11 ist es immer die gleiche Autobahnabschnitt und es fühlt sich irgendwie alles immer gleich an. Und bei Tribes of Europa haben sie es jetzt wirklich geschafft, mal den Brandenburger Wald und die Eifel nicht nach Eifel und Brandenburger Wald aussehen zu lassen. Also dahingehend schon, man kann das schon hinkriegen, wenn man will. Auch mit wenig Geld, weil du siehst bei dieser Serie auch, dass die nicht viel Geld hatten. Ja, da ist sehr viel... ich sag mal, mit theatermäßigen Stilmitteln gearbeitet worden. So, wir deuten jetzt halt mal das an und den Rest müsst ihr euch halt so dazu denken. Mhm. Das ist okay, aber diese Serie kann einfach nicht viel kosten. Und mir ist wirklich aufgefallen in der zweiten Folge dieser andere Look. Aber in der ersten Folge habe ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Da ist mir das auch mit der Kamera noch gar nicht aufgefallen. Mir ist das wirklich erst durch diese andere Lichtstimmung in der zweiten aufgefallen, dass da irgendjemand gerade ein bisschen was anders macht. Aber du guckst da auch auf so einem monstergroßen Fernseher. Ja. Also ich finde, da ist schon so ein kleiner Unterschied. Kann man nochmal in die alten Folgen reingucken. Das ist halt so ein bisschen ein Stück weit körniger, so ein bisschen. Okay. Ja, als wäre es halt für die große Leinwand gemacht. Und das
du kannst ja auch, solche Serien kannst ja auch tatsächlich im Kino zeigen. Das wäre ja kein Problem. Absolut. Ja, aber zurück mal ein bisschen zum Inhalt. Also genau. Wir waren so ein bisschen stehen geblieben. Du hast gesagt, braucht man die Folge? Braucht man sie jetzt nicht? Mir hat sie jetzt nicht wehgetan. Ich sage ja, es war so ein bisschen eine Expositionsbombe mit etwas geschickteren Mitteln, als einfach zwei Leute unterhalten sich endlos, was sie dann am Ende trotzdem gemacht haben. Ja, Doc Origin Story. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, was soll das? Ja. Okay, kann ich verstehen. Ich befürchte so ein bisschen nur, dass, ich befürchte nur so ein bisschen, dass wir mehrere von solchen, ich nenne es jetzt mal despektierlich, Filler-Episoden, ne? Sehen werden. Ich weiß aber auch, dass es da einen gewissen Fankreis für gibt. Deswegen will ich darüber auch nicht so sehr die Lanze brechen. Ich mochte auch damals die Cheesemaker-Episode nicht so, wo Morgan bei diesem Käsemacher da war und mit der Ziege und so. Die wurde aber von vielen, vielen Leuten sehr, sehr abgefeiert. Ne? Ich weiß nicht, wie du die Folge gesehen hast. Da haben wir ja noch nicht drüber gepodcastet. Nee, ich erinnere mich, dass sie für mich damals gnadenlos das Tempo rausgenommen hat. Genau. Und das empfinde ich hier bei dieser Lea-Daryl-Story auch so. Und das ist schade, weil tatsächlich ich die erste Folge viel, viel besser fand und auch gerne weiter gucken wollte, wie es denn jetzt in dieser Handlung da weitergeht. Genau. In dem Punkt bin ich völlig bei dir. An dieser Stelle, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, mit dem Mega-Return von Lauren Cohen als Maggie in der Folge dann sowas reinzuknallen, das ist kacke. Ja, vor allem, weil es bringt uns jetzt für die jetzige Situation nichts, es bringt uns für die Zukunft nur ein bisschen was, die hättest du irgendwann völlig random mal versenden können, aber jetzt ist es halt, wahrscheinlich platzierst du sowas als perfider, fieser Fernsehmacher, ja, platzierst du so eine Folge, ja, damit auch alle sagen, ach verdammt, jetzt will ich aber nächste Woche wissen, wie es mit Maggie weitergeht, ja. Ja. Also, denke ich gut. Mir. Ja? Das möchte ich auch in 3 Folgen noch wissen. Dann will ich nicht hoffen, dass wir das jetzt die ganze Zeit machen. Aber wir haben ja auch gehört, dass dieser dritte Teil dieser 10. Staffel unter Corona-Bedingungen entstanden ist. Ne? Richtig, und das sieht man hier ja schon mal so ein bisschen. Es gibt keine großen Schlachtenszenen mehr, sondern viele Szenen mit wenig ProtagonistInnen. Ne? Und das finde ich grundsätzlich nicht schlecht, ehrlich gesagt, weil die Schlachten bei Walking Dead waren oft unübersichtlich. Und ich hoffe aber, wir haben nicht so viele von diesen Rückblicksfolgen, weil ich finde, in der ersten Folge hat es gut funktioniert mit dieser kleinen Besetzung. Man lernt ein bisschen mehr Connie kennen. Connie kann auch so ein bisschen bonden mit Elijah, der offensichtlich unter seiner Maske doch relativ angstvoll ist. Den hätte ich ja eher als so richtigen Kämpfer eingeschätzt, wenn man den erstmal sieht mit seiner Maske und seinen beiden Schwertern, die er da immer hat, ne? Mhm. Beziehungsweise immer hat, einmal hatte, ne, in der letzten Folge. dementsprechend, ich hoffe, mehr von so kleinen Teams, die rausziehen, so dass man diese ganzen Charaktere auch mal kennenlernt, die doch irgendwann relativ unübersichtlich sind, und weniger Rückblicksfolgen. Aber ich weiß ja auch, und das hatten wir auch schon mal besprochen, es wird ja auch noch diese Negan-Rückblicksfolge geben, ne? Mit seiner Frau dann wahrscheinlich, ne? Genau. Negan und Lucille, also die richtige Lucille. Mal sehen. Aber sprechen wir über die erste Folge. Ganz genau. Warum fand ich die jetzt nicht so gut? Weil es für mich einfach das alte Sprichwort mal wieder gilt, show, don't tell. Ja. Und gerade den Punkt, wie es Maggie ergeht, das wird dann so in 2 Sätze und da möchte ich nicht drüber reden. Aha. Okay. Ja, aber deswegen habe ich jetzt heute eingeschaltet. Nee, was soll das? Ja. Da saß ich wirklich so vor der Glotze und habe gedacht so, ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was soll das denn hier jetzt? Auch dass die Georgie-Nummer jetzt einfach am Ende sich zumindest so anfühlt, als wäre sie einfach nur ein blödes Drehbuchvehikel gewesen, um die Schauspielerin aus der Serie zu buxieren, wird halt dann dem Gedöns, das um sie gemacht wurde, halt dann leider nicht gerecht. Ja, aber es kann ja noch kommen. Ne? Klar, kann noch kommen, logisch. Ja. Und das wäre vielleicht sogar ein Rückblick, den ich ganz gerne sehen würde, ne? Wie Georgie und
Maggie dann irgendwie losziehen und vielleicht auch irgendwie mal versuchen, eine dieser Gemeinschaften irgendwie aufzubauen. Das Problem ist, das wäre wahrscheinlich auch wieder eine Szene, die mit sehr, sehr vielen Leuten zu drehen ist und dementsprechend unter Corona-Bedingungen wahrscheinlich schwierig gewesen zu drehen. Keine Ahnung. Ja, ich habe mir das Zweite, was ich mir so aufgeschrieben habe, ist, können sich böse Gruppen nicht endlich mal kreativere Namen als Reaper oder sonst irgendwas geben? In der wievielten Serie sind es jetzt die Reaper? Bei Firefly sind es die Reaper. Letztens hatte ich noch mal irgendwo die Reaper. Überall heißen es die Reaper. Mein Gott. Ja. Ich habe so meine Theorie zu den Reapern und darauf hast du ja gewartet. Ne? Ja, dann hau sie mal raus. Wenn ich noch eine Sache kurz sagen darf. Ja. Ich hoffe, sie wird, glaube ich, deiner Theorie jetzt keinen Abbruch tun. Aber als dann dieser so Name etabliert wurde, ja, sie nennen sich die Reaper, habe ich mir nur so gedacht, oh nee, das ist jetzt der Staffelbösewicht, wieder so eine Gruppe. Das war so meine spontane Assoziation damit, noch so eine böse Gruppe, aber deine Theorie, raus damit. Ja, und hier möchte ich mal eine Lanze brechen, tatsächlich. Ja. Ich finde, Angela Kang und ihr Writers Room machen das weiterhin eigentlich recht schlau. Sie erfinden eigene Gegner. Mhm. Das ist ja jetzt offensichtlich ein Gegner, der nicht von Robert Kirkman kommt, zum allerersten Mal. Ne? Ja. Aber sie machen das sehr Kirkman-esque, finde ich. Also sie hat selbst gesagt, ne, sie hat so ein Interview gegeben, dass sie so eine Methode von Kirkman übernommen hat. Ne, und Zitat, ich habe mir das mal rausgeschrieben. Ja. Wenn wir es mit einer Gruppe aus den Comics zu tun haben, haben die normalerweise ein ziemlich genau definiertes Konzept. Hat sie zu Den of Geek gesagt im Interview. Zum Beispiel haben die Whisperer beschlossen, die Welt mit den Toten zu durchstreifen. Wenn wir Gruppen erfinden, die das Material ergänzen, das wir aus dem Comic nehmen, versuchen wir denselben Ansatz zu verfolgen. Das heißt, wie lautet ihre Philosophie? Wie überlebt man? Woher kommen sie? Was ist ihr Hintergrund? Okay. Und ich möchte jetzt ergänzen, und das unterstelle ich ihr jetzt so ein bisschen. Sie haben auch Kirkmans Fable für religiöse Verweise in Namen übernommen. Denk an das Kingdom, an Ezekiel, an die Saviors, an Abraham. Ja. Ne? Jetzt haben wir also die Reaper, die Sensenmänner. Ne? Und weil du hier mit einem Theologen castest, kann ich dir sogar eine Bibelstelle nennen. Matthäus 13,37, das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt, der gute Samen, das sind die Kinder des Reiches, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Reaper, in der neuesten Einheitsübersetzung werden sie Schnitter genannt, sind die Engel. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Reaper sagt, dass Pope Maggie auf der Liste hat, also Papst übersetzt. Ne? Ja. Und dass er dann, man könnte es so interpretieren, den Märtyrertod ja stirbt, indem er hier seine Handgranate zieht, die er irgendwie da versteckt hat. Vielleicht sind die Reaper ja tatsächlich religiöse Fanatiker, die denken, dass sie alle Menschen töten müssen, weil die Menschen die Saat des Bösen sind und weil irgendwie diese Zombie-Seuche eine Strafe Gottes ist. Also du meinst so ein bisschen wie bei The Stand. Das sagst du, das weiß ich nicht, aber es könnte. Möglich, möglich. Die zweite Pandemie-Serie, ich probiere es jetzt zum x-ten Mal mit The Stand. In jeder Verfilmung und jeder Audio, aber das dazu später mehr. Ja, okay. Pass auf, bin ich 100% uneingeschränkt bei dir. Der Chat schreibt gerade noch, Reaper gab es auch noch bei Mass Effect. Richtig, ich wusste noch, dass ich irgendwo noch die Reaper noch mal hatte, genau. Mir war jetzt die biblische Konnotation gar nicht so bewusst. Und dann macht es natürlich mit dem Pope absolut Sinn, ja. Könnte, also, ne? Ja, könnte. Und religiöse Spinner hatten wir, glaube ich, in der Tat noch gar nicht. Wir hatten einen gläubigen Menschen mit Herschel, okay, ja, okay. Ja, und uns hier mit dem blinden Priester, wie heißt er denn noch? Gabriel, ja gut, okay. Gabriel. Aber ich rede jetzt so von der durchgeknallten Endzeitsekte, so. Ja, genau. So, die hatten wir in der Tat noch nicht. Wobei waren die in Terminus, das waren einfach nur Kannibalen. Das war einfach so die. Das waren einfach nur Kannibalen. Die Whisperer kann man natürlich auch irgendwie so als religiösen Kult sehen, aber sie hatten jetzt auch nicht den Gottesbezug oder sowas. Mhm. Der Bezug zu Religion, vielleicht auch zu bekannten Religionen, der fehlte halt bis jetzt noch, außer halt diese gesamten Namen, die man überall reingebaut hat. Ja. Gut, okay, dann bleiben wir doch mal dabei. Pope marked you. Was hat der Pops denn markiert? Hat er ihr ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt? Das wäre witzig. Ja, nee, aber vielleicht hat er wirklich so ein
ja, so ein Fluch auf sie gesprochen oder sowas oder hat sie zum Abschuss freigegeben oder so. Mhm. Wobei man natürlich fragen muss, warum dieser Reaper sie da nicht einfach erschießt, weil ich meine, die Möglichkeit hatte er. Mal unabhängig davon, wer jetzt Pope ist, finde ich, dass die Reaper dann schon sehr, sehr interessante Gegner sind, weil sie so mächtig sind. Ne? Die sind ja nochmal ein Stück mächtiger als die Whisperer, weil bei meinen Whisperern habe ich irgendwie mal gedacht, ja, im Prinzip haben die ja nichts. Die greifen irgendwie mit archaischen Waffen an und du musst halt auf die Hände achten. Das Blöde ist halt die Zombie-Armee, mit der die immer kommen. Aber ja. Ja, wir hatten es auch mit Michael öfters mal schon besprochen, sind wir immer wieder drauf gestoßen, dass du die Whisperer, das Konzept der Whisperer einfach nicht hinterfragen darfst. Ja, ja. Das funktioniert im Grunde genommen so lange, solange du diese, sie haben ja selber von der Massenvernichtungswaffe gesprochen, solange du davon redest, funktioniert das, aber überleg dir nicht die Logik hinter dieser Gruppe, wie das im echten, in Realität funktionieren sollte. Warum es ernsthaft jemand machen wollen würde, ja. Ja, keine Ahnung. Gut, es gibt für alles, jeder, ich höre einen schönen Podcast, kann ich auch nur empfehlen an der Stelle, Sekten und Kulte auf Spotify. Es ist schon interessant, zu was man Menschen bringen kann, was sie alles glauben. Und es ist wirklich noch interessanter, dass es wirklich, gerade solche Weltuntergangssekten, das ficht die Leute einfach nicht an, wenn die Welt halt doch nicht wieder untergegangen ist und nochmal nicht untergegangen ist. Die bleiben trotzdem, es wird sogar noch schlimmer. Ja, ja. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant. Leider ist die deutsche Übersetzung, also es ist ein englischer Podcast, der ins Deutsche übersetzt und dann deutsch eingesprochen wurde. Die deutsche Übersetzung ist leider nicht so gut. Man merkt an vielen Stellen, dass es dann aus dem Englischen übersetzt wurde, weil der oder die Übersetzer sich der ein oder anderen Redewendungen nicht geläufig sind. Aber trotzdem ist es eine interessante Sache und man kann auch so random durch die Folgen browsen, weil die einfach immer ein oder zwei Folgen sind. Also auf Spotify mal Sekten und Kulte, interessanter Punkt. Ja, okay, also wie gesagt, religiöse Spinner hatten wir noch nicht. Okay, von mir aus gerne. Ist mal ein neuer Punkt. Nur. Jetzt wird halt noch mal einer eingeführt. Wir haben die Commonwealth-Geschichte überhaupt noch nicht abgeschlossen. Gutes CRM, glaube ich, können wir aus der Nummer hier komplett rauslassen. Das wird keine Rolle spielen. Nee. Das wird in den Grimes-Filmen kommen, aber ich, und dann vielleicht die letzten zwei, drei Folgen mal irgendwie so ein Bild ab dafür oder so. Ja, wobei wir in Folge 16, wenn du dich erinnerst, die schwarzen und die weißen Stormtrooper hatten, ne? Schwarze, wir hatten die Weißen vom Commonwealth. Wir hatten die Weißen und in World Beyond hatten wir die Schwarzen. Genau, richtig. Aber dass das CRM. Okay, dass die gar nicht vorkommen, ja. Dass die, glaube ich, die kommen nicht vor, glaube ich nicht. Weil wir werden, glaube ich, jetzt hier Eugene und Commonwealth und Bla und Pi und Peng machen. Okay, vielleicht sind diese Reaper ja so mächtig, dass sie es mit dem Commonwealth aufnehmen können. Das wäre ja dann wirklich mal ein Knaller, ja. Aber dann sind wir wieder bei dem, was du gerade eben gesagt hast. Money, 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 ja. Sowas ist teuer. Und Corona, ja. Massenaufläufe zu produzieren, ist halt schwierig. Mal kurz am Rande, geht dir das auch so, dass du innerlich schon so ein bisschen zuckst, wenn du in einem Film irgendwie so ein Konzert oder Kneipenszene oder sonst irgendwas siehst, ja? Ja. Das ist total krass. Das ist wirklich. Es geht mir teilweise schon so, wenn ich Leute sehe, die sich einfach, keine Ahnung, wenn ich eine alte Folge von irgendeiner Comedy-Sendung sehe oder sowas und da begrüßen sich Leute mit einem Handschlag und umarmen sich. Ich so, tu das nicht, mach das auf gar keinen Fall. nein. Man muss das irgendwann wieder trainieren, dass man sich einfach die Hand geben kann. Das ist nicht schlimm. So. Ohne Scheiß, genau, das ist nicht schlimm. Ja, okay, ja gut, ich unterstütze deinen theoretischen Ansatz an der Stelle vollkommen, weil er für mich durchaus schlüssig ist. Deswegen finde ich die Entscheidung, jetzt schon wieder jemand Neues reinzubringen, bevor ich das andere gelöst habe, unglücklich. Ja, aber das sind ja hier auch Gegner. Also wenn wir uns mal vorstellen, dass die meisten Reaper irgendwie Snipergewehre haben, ne? Dann ist das natürlich einerseits eine Sache, die du unter Corona-Bedingungen ganz gut darstellen kannst, ne? Weil ich meine, Snipergewehr, da wird halt einfach nur irgendwo aus dem Off geschossen. So. Ja. Und zweitens sind das dann Gegner, die man ständig nicht sieht. Und bei mir hat das, diese Szenen haben super gut bei mir funktioniert. Dieses in der Helligkeit Waldszenen, du irrst da rum und du weißt, von irgendwo schießt irgendwer auf dich. Man kann es dann natürlich auch nicht mal rausfinden, von welcher Seite das jetzt ist. Ne? Ich habe teilweise gedacht, warum gucken die sich nicht die Bäume an? Dann sehen sie ja so ein bisschen, wo die Kugel reingestoßen ist. Aber das hat bei mir gut funktioniert. Das war wirklich
die Gefährlichkeit ist rübergekommen und ich habe schon gedacht, okay, das wäre jetzt auch ein guter Moment, um zum Beispiel auch eine, nicht eine Conny, sondern eine, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Oh Gott, hat ja super funktioniert bei mir, diese gut darzustellen. Wie heißt sie? Ich weiß nicht, wen sprichst du? Connys Schwester, die mitgelaufen ist. Ne, Magna, mein Gott, ja, verdammt, Kelly, nein. Kelly. Ja. Ja, ich habe jetzt schon gedacht, irgendwie eine Kelly hätte es jetzt auch erwischen können und dann wäre Conny im letzten Moment gekommen und da ist ja Conny und jetzt ist aber Kelly tot. Hätte passieren können. Ja, aber dafür gab es ja nur noch zwei Redshirts, die Maggie im Schlepptau hatte, also von daher. Die auch noch ganz kurz nochmal, der eine hat auch schnell noch schnell einen Namen gekriegt. Ja, aber die leben doch auch noch. Na, ja, sie bluten gerade vor sich hin. Also, du meinst die beiden Damen? Ja. Achso, ich dachte, du meintest jetzt Cole und Elijah. Cole und Elijah. Nein, die anderen zwei, wo erst Daryl die eine gefangen genommen hat und ihr fast die Kehle aufgeschlitzt hat und dann der andere. Ja, gut, also für deine Fanatiker-Theorie, um das mal abzuschließen, spricht hier auch noch der Märtyrer-Tod mit der Granate. Ja. Mhm. Da habe ich mir nur so gedacht, so ja, aber was ich mich immer frage, warum inszeniert man das nicht einfach mit zwei Cuts mehr und lässt die einfach einen Ticken weiter wegrennen, weil mit auf den Boden schmeißen, ja, ist es halt leider nicht getan. Also erstmal, dass die, selbst wenn sie es überlebt hätten, von oben bis unten voll wären, ja, mit unschönen Dingen. Und ja. Zweitens, nein, it doesn't work that way. Ja, man muss die Szene, man darf die Szene nicht eine Sekunde hinterfragen. Ne? Die stehen ungefähr alle 30 Zentimeter von diesem Typen weg und bedrohen ihn mit irgendwelchen archaischen Waffen. Und er zieht dann einfach die Handgranate und sie müssen sich nur auf den Boden schmeißen, damit sie gerettet werden. Das ist absoluter Unsinn. Ja, aber gut. Verstehst du, Kinder sehen das und machen das vielleicht nach, ja, ja. Statt wegzulaufen. Ja. Genau. Ja. Weiteres Plädoyer dafür, Kindern nicht so viele Handgranaten zu geben. Ja, schließt eure Handgranaten ein, liebe Eltern, wenn ihr das hier hört. Ja. Schön fand ich in der Folge den Mini-Glenn, Herschel Jr. Ja, ja. Sympathisch, ja, fand ich auch. Schön sympathisches Kind mit der Mütze, die Analogie zum ersten Meeting mit Glenn im Baumhaus, wo er dann im Baum sitzt und so. Also nett, auch das mit dem Namen und so, also wirklich, ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass die natürlich ein Kind hat, das war mir völlig entfallen, also beziehungsweise man hat das Kind ja nur als Säugling mal gesehen. Ne? Überhaupt? Ja. Wann ist das Kind noch geboren worden, als sie da war? Ich glaube ja. Man brauchte mal einen Arzt, ne? Und dann wurde mal ein Arzt umgebracht. Wer hat das denn zur Welt gebracht? Worf im Aufzug. Worf, okay. Einigen wir uns darauf, es war Worf. Es war Worf. You may now give birth. Genau. Ich hatte im Hinterkopf, dass die schwanger weggegangen ist, aber du hast recht, ich glaube, das Kind ist geboren worden. Das Kind ist auf Hilltop, ne? Genau, ist, glaube ich, in Hilltop geboren worden, ganz genau. Ja, sie war ja dann noch ein bisschen in Hilltop noch der Chef. Wir erinnern uns an die, mein Gott, hieß er jetzt Jeffrey oder Joffrey? Ich kann es mir nie merken. Nee, Joffrey war der aus Game of Thrones. Jeffrey war das Weichei aus The Walking Dead, genau. Gut, was haben wir noch? Wir haben also Maggie, wo ich, wie gesagt, mir gerne mehr gesehen hätte. Also mir macht doch jetzt Rückschaufolgen. Warum dann nicht da? Also warum sehe ich nicht, wie sie an dem Haus ist? Ja, warum erfahre ich nichts über Georgie? Warum kriege ich das alles einfach nur erzählt? Okay, vielleicht kommt's noch. Aber mal gucken. Guck mal, wir haben 6 Folgen. 2 sind schon weg. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Negan-Folge, dann sind wir ist schon Halbzeit. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine Eugene-Folge, denke ich mal, oder? Wir werden doch hoffentlich sehen, wie es bei Eugene weitergeht. Und kann sein. Und dann haben wir nur noch eine. Also von daher, viel Platz ist da jetzt nicht mehr, um uns noch irgendwas zu erzählen. Ich mag die Dynamik auf jeden Fall zwischen Maggie und Negan. Oh, stimmt. Danke, dass du es ansprichst. Ja, völlig vergessen. Vollkommen richtig, ja. Die, mit der ja im Prinzip auch die erste Folge so ein bisschen endet, ne, mit diesem langen Blick, den die beiden austauschen. Man muss dazu sagen, Jeffrey Dean Morgan wird immer älter und sieht immer besser aus. Ist ein bisschen beneidenswert, dieser Typ. Das kann noch interessant werden, weil ich wirklich mittlerweile kaufe, dass Negan sich geläutert hat, jetzt wirklich versucht, dieser Gemeinschaft zu helfen. Und bei dem Tod von Alpha, da würde ich noch sagen, da hatte er eine eigene Motivation, ne? Und hat er auch Beta gekillt? Ja, ne? Nein, Beta wurde, naja, er hat ein bisschen mitgeholfen, dass Beta in diese Zombie-Menge gestoßen wurde und dann
wurde ja Beta am Ende von den Zombies. Ach ja, stimmt. Ja, genau. Ja, ja, genau. Also da hat er irgendwie noch eine eigene Motivation gehabt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der jetzt unser Team ist. So, Negan. Und das muss Maggie akzeptieren. Und sie will es ja auch akzeptieren, hat sie gesagt. Das finde ich ja schon mal schön, dass da nicht irgendwie dieser Konflikt so von vornherein künstlich artikuliert wird. Auch so nach dem Motto, nein, wenn Negan hier ist, dann gehe ich wieder. Nee, sie sagt, okay, ich verstehe das schon. Und Carol war ja auch ehrlich zu mir und hat mir auch ehrlich erklärt, dass sie das machen musste. Aber es wird schwierig für sie. Und es wird gerade schwierig für sie, wenn sie Herschel immer dabei hat, der ja auch schon nach Negan gefragt hat, wer ist dieser böse Mann, der meinen Vater getötet hat. Ne? Wird interessant, würde ich sagen. Ja, und dann hast du ja dann im Prinzip ein fast gleichaltriges Kind mit Judith, die ja Negan ganz anders kennt und ganz anders kennengelernt hat. Oh Gott, dann kloppen sich die Kinder bestimmt. Ja? Ja, aber Judith ist schon älter, oder? Sie ist schon irgendwie drei, vier Jahre älter oder so. Ja, ja, klar, die ist schon einen Ticken älter. Aber sie hat natürlich einen anderen Negan kennengelernt. Ja, oder sie ist diejenige, die von Anfang an irgendwie so daran geglaubt hat, dass sich Menschen ändern können. Das ist ja irgendwie auch eine spannende Figur eigentlich, Judith. Und ich mag auch, wenn sie auf dem Screen ist. Ich finde die Schauspielerin auch ganz gut, tatsächlich. Hast du denn Negan verziehen? Also wenn ich an diese fürchterliche siebte Staffel, erste Folge denke, die ja im Prinzip nur daran, also da war ja nichts anderes in dieser Folge, als dass Negan irgendwelche Leute zu Klump haut, Abraham und Glenn, eigentlich kann man dem nicht mehr verziehen. Eigentlich müsste man Negan für immer einsperren. Ja. Nach so einer Aktion. Mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Auf der anderen Seite ist es halt auch eine andere Welt, ne, wo man vielleicht auch gnädiger damit ist, dass Leute halt durchdrehen und böse Sachen machen irgendwie. Ja, aber es war halt natürlich, ich meine, das ist ein interessantes philosophisches Problem, ja, über das man wirklich sprechen kann, weil das jeder hat ja, es war doch, glaube ich, Ricks Gruppe, die immer gefragt hat, ne, die ihre Fragen hatten, wie viele Walker hast du gekillt, wie viele Leute hast du gekillt, etc. pp. Das heißt, man nimmt es ja zum Überlebenskampf in gewisser Weise in Kauf. Nur hier haben wir ja halt nochmal eine andere Qualität, weil es ja einfach ein Exzess war, wie ich es auch ehrlich gesagt seitdem und vorher im Fernsehen nie wieder gesehen habe. Selbst die Tode bei Game of Thrones, so explizit sie teilweise auch waren, hatten alle einen anderen Zweck. Ja, und waren anders, auch anders inszeniert, auch wenn sie unglaublich brutal teilweise waren. Aber das war einfach was unglaublich nachwirkt. Und ich glaube, oder andersrum, es wäre bestimmt ein schönes filmisches Experiment, jetzt mal eine Folge zu machen, wo man halt das nochmal den Zuschauern auch nochmal zeigt. Mhm. Weil das hat jeder so ein bisschen vergessen. Ja, wir haben das jetzt schon 3 Jahre her. Ich habe es mir auch seitdem jetzt nicht nochmal angeguckt. Man weiß das natürlich, dass das Ganze im Raum steht und so weiter, aber du hast es nicht gesehen. Ich würde es mir auch nicht nochmal angucken, ehrlich gesagt. Ich würde es mir auch nicht nochmal angucken, aber es wäre doch eigentlich mal interessant, das in so eine Flashback-Folge, um beim Zuschauer auch mal so eine Reaktion hervorzurufen, dahingehend, naja, ruft es euch nochmal ins Gedächtnis und urteilt dann nochmal neu, wollt ihr den wirklich frei rumlaufen lassen. Ja, ja, es wäre ein interessantes Experiment und es würde diesen Konflikt zwischen Maggie und Negan auch nochmal verschärfen, weil gerade steht Maggie wahrscheinlich in der Sympathie da ein bisschen allein da. Also natürlich ist Maggie uns sympathisch, aber Negan halt mittlerweile auch irgendwie, weil Alpha ging gar nicht und da hat er sich halt gegengesetzt und hat sich da reingesneakt und dann im Endeffekt dafür gesorgt, dass die Whisperer überlistet wurden beziehungsweise eben besiegt wurden. Ich hab mir noch ein paar andere Sachen gefragt, so was jetzt noch kommen kann. Ist Ezekiel tot? Ich hab's vergessen. Nein. Nee, der lebt. Er ist halt nur krebskrank, von daher ist die Frage, wie lange er es noch macht, aber nein, der lebt noch. Ja. Er lebt noch. Okay. Erinnerst du dich noch an Princess? Ja, so dunkel. Ja, die Pinke, die in der Großstadt Zombie-Sachen aufgebaut hat. Ich war einer der wenigen Menschen auf dem Planeten, die sie mochten. Anscheinend. Ja, ich mochte die auch, aber sie kamen nicht mehr so richtig vor. Ne? Also diese haben den Weg da rausgeschafft und danach war nicht mehr viel mit Princess. Ne? Ja. Da sind noch sehr, sehr viele offene Handlungsstränge, sehr, sehr viele Figuren, die irgendwie noch was zu tun haben.
Ezekiel, Princess und Eugene sind jetzt auf dem Weg Richtung Commonwealth und sind da festgenommen worden. Richtig. Okay. Dann müssen wir da hoffentlich nochmal her. Meinst du, oder meinst du, wir gehen in diesen 6 Folgen gar nicht dahin und gucken uns nur an, was die verbliebenen Leute machen? Jetzt wurde Zest wahrscheinlich gar nicht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich doch nicht. Weil sonst hätte ich, also nach der ersten Folge hätte ich jetzt gesagt, okay, gut, wir haben aber auch noch Virgil, haben wir auch noch. Michonne hätten wir noch. Und ist jetzt gerade mal Virgil. Virgil war der Typ, der hier Kelly aufgelesen hat. Nee, nicht Kelly, mein Gott, jetzt komme ich auch schon mit den Namen durcheinander. Der Conny aufgelesen hat. Ach, der Typ auf der Insel, der Wahnsinnige. Richtig, der Wahnsinnige von der Insel, genau. Ja. Ach du Schande, stimmt. Und da ist ja Conny, richtig. Richtig. Conny finden die ja jetzt gar nicht in den Wäldern. Nope. Das wäre aber eine spannende Storyline, wenn du einfach die ganze Zeit siehst, wie Kelly und Daryl durch die Wälder laufen und Conny suchen und wir sehen parallel, dass Conny von Virgil auf Virgil Island umgebracht wird. Nee, die sind ja nicht mehr auf Virgil Island, sondern er ist ja zurück. Er ist ja von diesem Weapon Island oder Blood Island oder wie das Ding hieß. Er ist doch in Oceanside angekommen. Und er ist irgendwie in Oceanside angekommen und dann hat er da irgendwie Kelly aufgeladen, wie auch immer die da hingekommen ist, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. Und das haben wir, dann haben wir Michonne und ihre komische Karawane. Die wir vielleicht erst in den Filmen wiedersehen. Dann, ja gut, dann haben wir eben die Gruppe um Eugene und Co., die wir wahrscheinlich gar nicht mehr wiedersehen. Ja, also gut, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir uns nicht irgendwelche No-Name-Character-Folgen angucken müssen oder so. Das glaube ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht. Also, ja, es gibt ja immer noch diesen Dreadlocks-Typen, der irgendwann mal weggelaufen ist. Ach ja, es sind so absurd viele Charakter. Und weißt du noch, bei den Saviors war das noch, wo dann so plötzlich völlig unvermittelt irgendwie so ein Charakter aus der dritten Staffel wieder durchs Bild gelatscht ist, der dann auch gleich 2 Szenen weiter wieder erschossen wurde, ja. Wo, den du aber dann irgendwie kennen musstest, weil Daryl den dann kannte und du saßt als Zuschauer oder war so, hä? Wer ist das? Ja. War das nicht sogar in der 10. Staffel schon? War das nicht jetzt letztens irgendwann? Nee, das war noch bei den Saviors. Also dann, da gab's das vielleicht auch nochmal. Mit Beatrice war das so. Die im Prinzip in jeder Staffel immer nur 2 kleine Auftritte hatte, um dann in der 10. Staffel endlich einen Namen zu kriegen und damit dann 5 Minuten später in der Walker-Herde gekillt zu werden. Genau. Aber die hatten die, also habe ich das geträumt? Wir bringen uns ja gerade auf Stand. Das ist ja gut, ne? Jetzt, dass wir für den Rest dieser Staffel uns mal kurz auf Stand bringen. Aber habe ich das geträumt? Es gab doch irgendwie so einen Kampf von Daryl mit einem in so einem Hochhaus mit so weißen Planen. Das war doch der erste Kampf mit Beta. Ja, aber da war doch noch irgendwo einer dabei. So ein Typ, der ein Kind hatte. Sag mal. Irgend so ein Typ, der so ein Kind hatte. Typ, der ein Kind hatte. So ein dunkelhäutiger Typ, glaube ich. Okay, lieber Chat oder liebe Hörer, die ihr das jetzt hört da draußen in euren Podcatchern, helft uns aus, ja, weil entweder kann ich mich nicht mehr dran erinnern oder der Andreas spinnt, also eins von beiden. Es kann auch sein, dass ich einfach The Walking Dead in meinem Kopf im Traum weitergeschrieben habe und dann so einen Typen gesehen habe. Hast eine vernünftige Story draus gesponnen. Na gut, dann geht's jetzt also in 14 Tagen weiter, dann hören wir uns nämlich auch wieder am 22.3. Dienstag, 22.3. Nee, Entschuldigung, Dienstag, 23.3. Ja. 21 Uhr geht's weiter mit The Walking Dead und Dead Nerds Talking. Vorher haben wir aber noch ein paar Livestreams, nämlich am 15.3. jetzt am Montag haben wir wieder Call-In zum Thema Filmklassiker. Da werden der Michael und ich uns mal Filmklassiker vornehmen oder das, was wir dafür halten oder andere Leute oder Listen dafür halten. Wir werden es sehen. Am 29.3. geht's dann weiter mit Falcon and the Winter Soldier. Da werden wir dann die ersten beiden Folgen von, ja, besagtem Falcon und The Winter Soldier besprechen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben nach. Da wir jetzt im Livestream sind, darf ich auch immer sagen und abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Und schreibt natürlich fleißig eure WhatsApps an die 01525 964 7709 oder info@nerdizismus.de und natürlich unseren Discord nicht vergessen, nerdizismus.de/discord. Und dann
sehen wir uns hoffentlich am Montag, den 15.03. um 21 Uhr zum Thema Filmklassiker wieder. Und kannst du uns schon mal einen Teaser geben? Gib uns doch schon mal einen Teaser. Was ist für dich ein absoluter Filmklassiker? Was ist das Erste, was dir einfällt? Das Erste, was mir einfällt, ist 2001. Ja, über den werden wir natürlich auch reden. Es wird wahrscheinlich so laufen, dass wir uns eine große, lange Liste schnappen und im Schnelldurchgang durchgehen. Haben wir gesehen, haben wir nicht gesehen und sagen zu jedem Film ein bisschen kurz was dazu. Ich habe auch, und das kann ich an der Stelle auch empfehlen, wer Amazon Prime hat, sollte mal reingucken. Da kann man nämlich die ein oder andere Filmlücke aktuell sehr gut schließen. Also gerade so Sachen der 80er, ich sag mal Klassiker der 80er, die Klapperschlange, Brasil und noch so ein paar andere Filme sind gerade alle bei Amazon Prime drin und da habe ich über die Feiertage, habe ich da kräftig aufgeholt. Filme, die ich entweder schon ewig nicht mehr gesehen hatte oder wie Brasil noch nie gesehen hatte. Das wird eine spannende Geschichte, aber ich glaube, da werden bestimmt wie immer, wenn ich Filme aussuche, auch ein paar Dinge dabei sein, die ihr da draußen nicht kennen werdet. Und man munkelt, es wäre auch mal wieder eine Star Trek Live-Show in der Mache, aber da sind wir gerade in Verhandlungen sozusagen. So, in diesem Sinne, vielen Dank, Andreas, an dich. Ich freue mich schon auf in 14 Tagen, wenn wir das Ganze weitermachen. Auch für euch an den Chat da draußen, macht es Jod, macht euch noch eine schöne Abend oder wann immer ihr uns gehört habt, eine gute Abend, eine Jote Rutsch oder keine Ahnung, was man so wünscht. Auf jeden Fall bis die Tage und dann bis nächsten Montag. Einschalten nicht vergessen. Ciao. Bis die Tage, ciao. Wunderbar. Eine Produktion des Podcast Imperiums.